Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ja, wir werden heute eine Wochenbotschaft machen für die kommende Woche. Das bedeutet auch, wann immer du diese Legung findest, sie ist zeitlos und wenn du damit in Resonanz gehst, hat sie dann quasi auch Bedeutung für dich. So, dann fangen wir mal mit dem Weisheitsorakel und mit dem mystischen Orakel an und dann anschließend mit dem Tarot. Da hat sich eine umgedreht. Treasure Island und dann noch das mystische Orakel. Ja, dem Himmel so nah. Das sieht mir hier tatsächlich aus, als möchte dich ein Geschenk erreichen in der kommenden Woche. Vielleicht irgendetwas, was du schon länger in deinen Gedanken hast, ja, oder wo schon quasi der Schatz greifbar nah ist. Wir schauen jetzt einfach mal mit den Tarotkarten weiter, was da die Karten für die kommende Woche sagen wollen. Aber hier nämlich tatsächlich war irgendetwas, kommt hier in der kommenden Woche auf dich zu, womit du vielleicht auch gar nicht so wirklich gerechnet hast, was für dich ein riesengroßes Geschenk sein wird. Wir haben hier den Page der Kelche, den Page der Schwerter. Die 6 der Kelche, die 5 der Schwerter, die 4 der Stäbe. Das ist ja mal super interessant. So, und wir haben hier den Eremit. An der Unterseite haben wir die 9 der Stäbe. Da nehme ich jetzt auch nochmal Klärungskarten und zwar auf den Page der Kelche, der Herrscher, auf den Page der Schwerter. Die Kraft auf die 6 der Kelche. Der Mond, das ist ja wirklich sehr interessant, okay. Auf die 5 der Schwerter. Der Wagen auf die 4 der Stäbe. Da sind 2 gefallen. Das Ass der Schwerter und die Hohepriesterin. Auf den Eremiten. Die 3 der Stäbe und auf die 9 der Stäbe. Das ist ja echt, ja, sehr interessant. Okay, wir haben hier die 8 der Kelche und den Ritter der Münzen, wenn ihr das sehen könnt, genau. Ja, tatsächlich nehme ich hier wahr, also weil hier haben wir ja Treasure Island, ne? Also irgendein Geschenk und auch dem Himmel so nah. Was ich hier wahrnehme, weil ich hier auch eine andere Person wahrnehme. Einmal hier mit dem Page der Kelche, den 5 der Schwertern und den 6 der Kelchen. Ja, das ist hier eine andere Energie. Und ich habe das Gefühl, dass ein anderer Mensch sehr viel, also dass du quasi diesen Menschen sehr oft in den Gedanken herumschwirrst. Ja, dass du diesen Menschen nicht aus dem Kopf gehst. Und was diesen Menschen wiederum, weil die 5 der Schwerter auch ohne unter diesen Pagen der Kelchen liegt, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Ne? Also hier auf der Karte sieht man immer ganz gut diesen Mann abgebildet, der grübelt sehr viel, ja, der hat... ja, der hat einfach sehr viel Unruhe in seinem Kopf, ja, weil er sich einfach sehr in seinen Gedanken mit irgendeiner Sache beschäftigt, ja. Und irgendwie auch, sage ich jetzt mal, viele negative Gedanken aber auch, ne, so, weil hier unten, hier ist auch der Rabe und hier unten ist schon so dieses Blut, das heißt manchmal auch tatsächlich so selbstsabotierende Gedanken hier in diesem Kopf sind. Aber ich nehme hier primär wahr, entweder A, geht es um einen Menschen in deinem Leben, der nicht ganz fair zu dir war, der jetzt ein, sage ich mal, die Dinge, sage ich mal, reflektiert hat, ja, vielleicht auch eine andere Sichtweise bekommen hat und irgendwie auch so ein bisschen Reue, was mir hier durchkommt, aufzeigt. Auf jeden Fall bist du einem bestimmten Menschen, du weißt jetzt, mit welchem Menschen du in Resonanz gehst, bist du hier sehr stark in den Gedanken, ja, genau. Und hier haben wir ja auch den Herrscher, entweder geht es vor allem auch um einen älteren Menschen, der vielleicht in der Vergangenheit eher unreif sich verhalten hat, ja, von seinem Verhalten einfach auch, wie gesagt, ich nehme ja auch so ein bisschen Reue wahr und interessanterweise aber auch, was ich hier wahrnehme, ist, dass
Hier haben wir ja auch den Page der Schwerter mit der Kraft, ja. Und tatsächlich nehme ich auch wahr, dass dieser Mensch auch sehr viel entweder sich bei anderen Menschen informiert hat oder aber vielleicht hat er sich auch Bücher zur Hand genommen, ja, um einfach auch sein eigenes Verhalten oder was da zwischen euch auch immer passiert sein mag, nochmal durchzukauen, war, sage ich jetzt mal, einfach um eine andere Sichtweise zu bekommen, ja. Und ich habe das Gefühl, dass nicht zuletzt auch dieser Mensch dadurch, sage ich mal, an Weisheit gewonnen hat, aber auch dadurch so ein bisschen Mut auch entwickelt, ja, in deine Richtung zu gehen. Weil ich sag mal, wir haben hier nämlich auch die Sechs der Kelche mit dem Mond. Und das mag alles noch für dich im Verborgenen liegen. Ne? Der Mond steht auch oft für etwas, was noch nicht ans Tageslicht kommt, für dich noch nicht sichtbar ist. Aber gerade mit den Sechs der Kelchen, die ja oft auch dafür sprechen, dass jemand ja, aus deiner Vergangenheit sich nochmal bei dir blicken lässt, nochmal bei dir anklopft, auf dich zukommt. Und wie gesagt, die Tarot, die Weisheitskarten, eben auch Treasure Island und dem Himmel so nah, habe ich das Gefühl, dass du vielleicht hier auch bei einem bestimmten Menschen auf eine Entschuldigung wartest, ja, was dir auch sehr viel bedeuten würde mit diesem Treasure Island, was ich hier wahrnehme, ja, weil dieser Mensch war hier doch irgendwie nicht ganz fair, aber ich habe das Gefühl, dass hier gerade sehr viel Kopfzerbrechen auch bei diesen bestimmten Menschen in den Gedanken ist, ja, genau. Was hier eben auch kommt mit den vier der Stäben, ja, im Anschluss hier, dem Ast der Schwerter und der Hohepriesterin. Auch wenn es für dich noch nicht sichtbar ist, habe ich das Gefühl, dass du irgendwie spürst oder kurz vorher spüren wirst, wenn dieser bestimmte Mensch dich kontaktieren wird. Ja, du hast da irgendwie so eine Intuition, die dir das zuflüstern möchte, ja. Und auch hier mit dem Ast der Schwerter, auch diese vier der Stäbe, ne, das steht so für eine Vereinigung, eine Verbindung. Es muss nicht unbedingt die Liebe sein. Natürlich ist es oft die Liebe, aber es können auch einfach Freundschaften sein oder Familienmitgliedern oder einfach generell gute Verbindungen im Außen, ja. Und ich habe das Gefühl, mit dem Ast der Schwerter sind sich beide Parteien, also du, aber auch dieser andere Mensch, der, was ich wahrnehme, in der Vergangenheit schon etwas unreif reagiert hat oder agiert hat, doch tief in dem Wissen drinne, ja, in diesem, sag ich mal, in der Intuition heraus, dass man schon irgendwie weiß, so dieses Gespür hat, dass diese Verbindung hier etwas ganz Besonderes ist, ja. Man sieht hier einfach eine zu große Chance, um das komplett wegblättern zu lassen, ja. Genau. Und hier mit dem Eremiten und mit den drei der Stäben ist es eben so, ja, dass dieser Rückzug, der jetzt einfach zur Zeit stattfindet, da wie so ein Lichtlein aufgeht, ja. Also ich sag mal so, hier ist diese Kontaktaufnahme wieder angezeigt, ja. Auch hier haben wir ja diesen Ritter der Münzen mit den acht der Kelchen. Was ich aber jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass das schon in der kommenden Woche passiert, diese Kontaktaufnahme, aber da passiert sehr viel bei diesen Menschen, ja. Hier sieht man ja noch, es ist noch im Verborgenen, ne? Aber eben auch dieser Rückzug, der wird hier tatsächlich genutzt, um hier wieder das eigene Licht zu finden, ja, wieder einen Zugang zu den eigenen Wünschen zu bekommen, einfach eine klarere Sicht zu bekommen, ja. Und wie gesagt, ich nehme hier tatsächlich sehr viel Kopfzerbrechen auch wahr bei diesem anderen Menschen. Wie so ein Reuegefühl irgendwie, ne? Genau. Was halt dazugehört ist in der kommenden Woche ist einfach, das passiert hier gerade auch in diesem Eremitenmodus, ja, das und vor allem auch hier mit dem Page der Schwerter. Und hier ist ja auch die Kraft gefallen. Und tatsächlich ist das so, weil die Neun der Schwerter, ne, das ist halt auch, man ist irgendwie noch so vielleicht auch leicht depressiv, ja.
und oder einfach geschwächt, sage ich jetzt mal, enttäuscht, ja. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man hier, weil hier brennt auch schon das Lichtlein, man ist hier kurz davor, über den Zaun zu steigen, ja, und auch bereit, eine derzeitige Situation einfach auch hinter sich zu lassen. Das kann hier zum Beispiel auch bedeuten, nur mal angenommen, ja, dieser Mensch war in letzter Zeit zu stolz, sage ich mal, sich verletzbar zu zeigen, ja, dann kann es eben auch sowas sein, dass er dann eben auch so ein altes Verhaltensmuster bereit ist zu verlassen, ja, weil hier eben in dem Eremitenmodus tatsächlich schon sehr viel Eigenreflexion passiert und auch gerade mit dem Page der Kelche, der übrigens auch sehr intuitiv ist, ja, der so ein Gespür hat, was fühlt sich denn richtig an? Ist es jetzt an der Zeit, mutig zu sein, einen Schritt auf dich zuzugehen, ja? Also hier passiert im Hintergrund sehr viel, was du gar nicht mitbekommst, was ich hier wahrnehme. Und schlussendlich ist es eben so, weil der Ritter der Münzen, deswegen sage ich auch, weiß ich nicht, ob es jetzt schon in der kommenden Woche passiert, weil der Ritter der Münzen, der muss sich erstmal gut drauf vorbereiten, sage ich jetzt mal. Und dann kommt er langsam, aber stetig dann in deine Richtung, ja, und möchte dir wieder hier ein Friedensangebot machen, ja. Und auch wenn du das, wie gesagt, noch gar nicht alles mitbekommst, weil das hier alles noch im Verborgenen liegt, habe ich das Gefühl, dass hier doch irgendwie ein tiefer Wunsch von dir doch auch in Erfüllung geht. Und wenn dieser Mensch es schafft, sage ich mal, über seinen eigenen Schatten zu bringen, dass das für dich auch wie so eine Art Geschenk sein wird, ja? Das nehme ich hier wahr für die kommende Woche. Also wie gesagt, kommende Woche weiß ich nicht, ob diese Kontaktaufnahme besteht. Es ist natürlich die Geschwindigkeit bei jedem von euch anders. Aber seid ihr gewiss, hier passiert sehr viel im Hintergrund und hier passiert eine sehr große Vorbereitung auch in deine Richtung, ja? Genau. Jetzt möchte ich gerne noch zum Abschluss für dich eine Engelsbotschaft ziehen, bevor wir das Reading beenden. So, die lese ich dann auch vor. Der Glaube ist hier gefallen. Der Glaube ist eine so mächtige Eigenschaft, dass er sogar Berge versetzen kann. Doch die Engelsweisheit ermahnt dich, Menschen oder Situationen nicht blind zu vertrauen. Gebrauche deinen gesunden Menschenverstand und dein Urteilsvermögen und überantworte deine Macht niemals jemand anderem. Glaube stattdessen lieber an dich selbst und die höheren Mächte. Bete aus deiner Integrität, aus deiner ruhigen, weisen Mitte heraus und wisse, dass dein Wunsch dir erfüllt werden wird. Handle so, als sei er bereits Wirklichkeit geworden. Das ist Glaube. Die Botschaft deiner Engel lautet: Stärke deinen Glauben an das Unendliche. Deine Affirmation: Ich glaube daran, dass das Universum mich unterstützt. Ja, das ist noch mal so ähnlich wie dem Himmel so nah. Das kann jetzt natürlich unterstützend dir auch noch mal helfen, wenn du dir das jetzt hier wünschst, ne, dass dieser Mensch über seinen eigenen Schatten springt. Dann lebe schon in der Natürlichkeit, in der Überzeugung, dass, sage ich mal, dieser Schritt in deine Richtung schon bereits geschehen ist. Ja, fühl dich da richtig rein, denn die Gefühle werden manifestiert. Wie würdest du dich fühlen, wenn ihr euch wieder vertragen habt? Ja, oder je nachdem, was du dir eben wünschst in diesem Outcome. Weil dann darf das nämlich noch mal, weil dann, ich sag mal so, dann tust du eben auch dieses Resonanzfeld quasi dafür erschaffen, sodass, ne, du, also der Sender und der Empfänger quasi sich dann auch beide auf einer Frequenz treffen können. Dann kann das eben, also sehr wahrscheinlich sogar noch mal beschleunigt werden, ja? Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr mit der Wochenbotschaft in Resonanz gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.